Eventuell. Okay, hinter Porzellanscherben verstecken sich jetzt. Okay. Er lässt Lauf. Manche Gerüche sind einzigartig. Nie wird man brennendes Menschenfleisch mit einem Lammkotelett verwechseln. Nein, das ist wahr. Das wird nicht funktionieren. Du wirst immer es in Verbindung bringen mit dem Brand. Ja, ich sehe schon. Diese traumhaften Drachen. Über mir. Wie komme ich da hoch? Ja, komm. Ja, komm, ich kenne deine Intervalle nicht. Jetzt mach hier noch. Achso, dein Freund ist erst dran. Warte trotzdem ab. Jetzt gleich. Da komme ich nicht hin. Scheiße. Das... Ich dachte, das sei ein Vorsprung. Aber das wäre ja zu einfach gewesen. Der spuckt jetzt. Ich bin ein zu tief. Habe ich vergessen. Alice, ich drücke immer die falsche Taste. So, spuck mal wieder, mein Freund. Inkorn mit dem Garten. Box, den Beschützerhunden. Na komm, du bist gleich dran, ich sehe das. Deswegen springe ich noch nicht. Es bis dahin reicht. Ich sowieso erwischt werde. Ah, scheiße, ich muss das erst... Ich sollte nicht darauf vertrauen, dass da ein, Vorsprung ist. Und nicht ständig Caps drücken. Das ist fantastisch. Und es ist auch gut, dass es jedes Mal speichert. Sonst wäre ich jetzt einige Male gestorben. Und das Spiel hakt jetzt nicht mehr. Ihr spuckt immer noch, richtig? Ich wusste es nicht. Ich sag nicht, ich bin schon wieder ganz vorne. Ach, Mann. Ist das ätzend. Komm. Peace. An der Kette gezogen habe. Landen. Nein. Ja, toll. Das nützt mir nichts. Und tschüss. Fuck.
ob ich das so rüber schaffe. Jetzt, wo er spuckt, natürlich nicht. Ja, müsste zu schaffen sein. Dann ist ein Problem zumindest weniger. So, was ist mit Katzi? Wo ist Katzi? Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Erinnerst du dich? Nie? Redest du von mir? Das sieht doch wieder nach einem Schlachtfeld aus. Ja, natürlich. Ich wollte schießen. Alice, mach doch voll Aua. Was? War leichter als gedacht. Ich hatte echt Angst vor diesen Wespen. Vor allem vor der großen, weil ich dachte, ich krieg das nicht hin. Es war leichter als gedacht. Ein Schwein. Wo ist es? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wo ist es denn? Da! Ja, wenn man die richtige Taste drückt. Ich hab dich nicht gesehen, mein Freund. Oh, schön. Jetzt kommen wir in den Korb dran. Aber wir müssen wahrscheinlich da durch. Kommen wir da nicht her? Müssen wir gleich hin. Okay, gehen wir erst den Korb holen. Den Korb haben wir uns richtig verdient. Nein, nein. Gut, Glück gehabt. Ja, wir kommen mit unserem Messer mittlerweile da eben an. Sehr schön. Den Sprung schaffen wir auch rückwärts. Also das Spiel macht mir echt Laune, Vettelwehr zu spielen. Also Vettel 1. Wenn ich wegen drei Faktoren, ich hatte ja vor allem Angst vor dem Kampf gegen Herrn Himuro, nicht weiß, was ich davon halten soll. Da. So. Ja, okay, wir können auch gegen. Kommen sonst nirgendwo her, richtig? Oh. Wir behalten nur eine der Lampen, Alice, als Nachtlicht. Aber nur im Flur oben und nur bis du 12 wirst. Ist sie die Auserwählte? Anscheinend. Die Rettung? Es ist Alice, die große, die mächtige, die mutige, die tollkühne, die wahnsinnige, die ungestüme. Trifft alles auf mich zu. Redet weiter so über mich. Ich möchte gern lieber verfehlen. Danke. Sprich mit dem Ältesten. Das musst du wirklich. Er weiß Dinge. Er denkt sogar Dinge. Ich dachte gerade. Ach ja, Katerchen.
Nein, nicht Katerchen, die Statue. Hier hinten, das sieht aus, wenn man nicht richtig hinguckt, wie seine Schweinenase. Das ist nur Sand. Was ist das? Huch, wo muss ich denn jetzt hin? Hier ist schon wieder eine Schweinenase. Die ist vielleicht schön. Die könnte zwar ein bisschen angezogener sein. Aber die ist hübsch. Sorry, Thumbnails. Das muss jetzt eh mal sein für Thumbnails. Darauf habe ich nur gewartet. Sie wenigstens einmal zu kriegen. Die wird nämlich noch öfter auftauchen. Und da wird wieder ein Kampffeld. Nein, da ist kein Kampffeld. Ein Puzzlefeld. Richtig? Deine Erfolge in Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen oder deine Niederlage verkünden. Aber kämpfen müssen wir jetzt nicht, richtig? Da ist der Drache auch einmal abgebildet. Das ist das Referenzbild. Viel Platz. Okay, wenn sie zum Angriff starten wollen, kann man auch. Wir dürfen nicht ins Wasser, richtig? Oder dürfen wir doch ins Wasser? Und wie soll ich sonst da dran kommen? Nein, das schaffe ich nicht. Es wird nichts mehr. Ja, ja. Piu! Alle Zeit der Welt. Gut, vielen Dank. Jetzt ist es egal. Für eine Statue. Oh, mit einem Wolfskopf, oder? Das ist wahrscheinlich ein Drache, ein chinesischer. Hier ist auch irgendwie alles gemischt, kann es sein. Das ist ganz häufig passiert, wenn solche Welten in Spielen dargestellt werden, vieles gemischt werden, also viele asiatische Kulturen jetzt zusammen. Ja, da! Haben wir jetzt alle? Ich hab nicht mitgezählt. Mir scheint aber nicht. Da. Oder? Ja. Ein Riesenschlachtfeld? Bitte nicht. Es ist zu groß hier, ein Schlachtfeld. Ja? Achso, okay. Oh, oh. Ich dachte gerade.
Wie soll denn der Drache aufgebaut sein? Moment, ich muss mich gerade mal... Außerdem weiß ich nicht mehr, wie man das steuert. Ich habe die Steuerung vergessen. Einen Moment, ich finde das gerade mal raus. Ah, so war es. Okay. Ich bin ein bisschen ratlos mit dem Kopf. Ah! Okay, es hätte da unten bleiben sollen. Muss das Teil und den Kopf irgendwie tauschen. Du sollst da drauf, bitte. Aber wie mache ich das? Ich habe noch 12 Zügel. Züge. Wenn ich es falsch mache, ist auch nicht schlimm. Kriege ich den nicht mehr runter. Ja, bitte. Neu starten. Jetzt wird da ein Schuh draus. So, man braucht nicht mal viele Züge dafür. Du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Auf dass ich wieder auf einen großen Kampf mich vorbereiten muss. Ich möchte gerne Mahjong spielen. Jetzt, wo ich die Steine so sehe, habe ich Bock, Mahjong zu spielen. Es ist so entspannend. Kaum zu glauben, aber wahr. Oh, ein Schlüsselloch. Mit einer noch sie ist faktisch krank, stellt sich verrückte Dinge vor und hat einen Heldenkomplex. Einen Drang, anderen zu helfen, weil sie sich selbst nicht helfen kann. Und einen Hang zur Weltverbesserung. Sie will den wahren Sinn ihres Lebens entschlüsseln und weiß nicht, wer den Schlüssel hat. Also ein Helferkomplex. Diese Äpfel leuchten so. Man kann mit denen anscheinend was machen. Ich hätte aber gerne das Messer, damit man nämlich schneller was schädigen. Wisst schon, wie ich das meine. Nach Alice und Kanten. Da müssen wir hin. Und da müssen wir erstmal her. Um dann mit denen zusammenzukommen und dann den beiden. Richtig? Die Zähne sind jetzt mal ausnahmsweise egal. Geht mir darum, den Weg zu finden. Eine Oni. Ein Oni-Gesicht, Maske, wie auch immer. Ist nichts für uns. Die wilden Wespen belagern uns. Sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, warum? Um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die seltsame, die wunderbare, denen hilft, die in Not sind.
Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Hain zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Und nur noch schlimmer werden kann. Das sieht ja sehr freundlich aus. Ist der rote Faden der Abschnitt, den wir gerade gehen? Was passiert jetzt?